Willkommen auf dem Retro Crew Channel. Ich bin Lukas und ich bin schon im Wald, um diese wunderbaren beiden Kameras zu testen. So, guten Morgen. Heute geht's ab zum Kameratest mit den beiden. Das sind nicht nur irgendwelche Kameras, sondern die 5D Mark III gegen die Blackmagic Pocket Cinema Camera. Beide auf einem Monster Rig, Canon auf der Blackmagic. Direkten Vergleich haben wir heute 24 mm und ist 24-105. Mit dem Speed Boost und ein paar Umrechnungen kommen wir ungefähr insgesamt auf 30 mm und 30 mm für den perfekten Vergleich. Alle möglichen Zeitstempel mit allen möglichen Testergebnissen und sonstiges und meinem Kommentar dazu könnt ihr hier finden. Einfach hinskippen, was ihr wollt. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Warum mache ich das? Ich meine, die Kamera ist fast 5 Jahre alt, wenn nicht sogar. Die Kamera ist diese Anzahl an Jahren älter, ich weiß gar nicht genau wie alt sie ist. Mit einem Magic Lantern Zusatz, so eine Art Hack, kann man mit dieser Kamera RAW filmen. Deswegen vergleiche ich diesen RAW Codec mit dem Blackmagic RAW Codec, nämlich RAW. Kommen wir auch schon zum ersten Test. Und zwar, ob man überhaupt die beiden Kameras unterscheiden kann. Deswegen habe ich eine kleine Sequenz gefilmt. Einmal mit Kamera A und einmal Kamera B und ihr müsst entscheiden, am besten in den Kommentaren, welcher Clip von welcher Kamera war. Für diese ominöse Intro-Sequenz habe ich meine kleine Schwester eingeladen. Die ist gerade drüben am Rumlaufen. Ich warte noch, bis sie da ist. Aber da kann man anhand dieser kurzen Clips eben so ein Gefühl dafür bekommen, wie die Kamera sich so im kontinuierlichen Schnitt verhält. Komm, stell dich vor. Wie heißt du überhaupt? Bitte schön. Ja, also ich bin Isabella. Ich bin seine Schwester. Cool. Ja, genau. Also meine Testobjekte sind auch schon vorhanden. Passt. Ja. Gut. Viel Spaß und ihr müsst rausfinden, was welche Kamera war. Welche Sequenz von welcher Kamera war, gibt es am Ende vom Video. Aber jetzt erstmal für die jetzigen kommenden Tests, welche Einstellungen ich ungefähr verwende, um die beiden Kameras zu matchen. So. Blendenzahlen sind ungefähr dieselben. Das heißt, wir sind hier bei einer Blende 4. Das Ganze muss man, um dieselbe Tiefenschärfe zu erreichen, durch 1,28 dividieren. Deswegen kommen wir hier auf 3,2. Basis-ISO ist bei der Canon ISO 100. Und bei der Blackmagic ISO 400. Dementsprechend habe ich, wenn man die ganzen Lichtfaktoren zusammenzählt, wie zum Beispiel den Speed Booster, der das Licht fokussiert und bündelt, habe ich hier einen weiteren 8er ND-Filter drin. Das heißt, die untere Kamera ist schon mal um einiges lichtsensibler. Danach gehe ich noch mit weiteren konkreteren Beispielen darauf ein, wie die Kameras sich verhalten bezüglich Highlight Roll-Off, also wie die Kamera genau mit Überbelichtung umgeht. Als allererstes haben wir hier diese wunderschöne helle Sonne, in die wir direkt reinfilmen, um zu sehen, wie gut die Kamera die Lichtverhältnisse darstellen kann. Also wie gut geht sie von Information vorhanden bis Information ausgebrannt. Also so schönes Wetter. Oh ja. Der Highlight Roll-Off von der Canon ist nicht ganz perfekt. Das liegt daran, dass Magic Lantern das Ganze in DNG-Bilder umwandeln muss und dabei entstehen Kompressionsfehler.
Deswegen sind die Stellen, wo es leicht überbelichtet ist, ein bisschen ausgebrannt, leicht rosa, weil die grünen Pixel zurückgerechnet werden müssen. Das Problem hat die Blackmagic nicht, die hat einen schönen weichen Übergang. Nur wenn man es zu hart nach unten zieht, dann treten auch dieselben Pixelfehler auf. Das Ganze ist aber erst in einem ganz extremen Fall zu erkennen. Was auch noch klar ersichtlich wird, dass die Blackmagic einen um weiten höheren Dynamikumfang hat. Das wird auch jetzt seit dem nächsten Dynamikumfangtest ersichtlich. Also bei der Kamera ist so, die hat nur ein Basis-ISO, ISO 100. Das heißt, umso höher man geht, umso mehr rauscht die Kamera. Bei der Blackmagic auf der anderen Hand ist es so, dass man zwei Basis-ISOs hat, einmal bei ISO 400 und einmal bei 3200. Die beiden ISOs sind sozusagen der Punkt bei der Kamera, wo sie erstens am rauschärmsten sind und die meiste dynamische Breite haben. Ich habe beide Kameras ungefähr versucht in Post zu matchen, das heißt, dass sie ungefähr dieselben Farben haben und auch ungefähr dieselben Belichtungswerte. Dabei wird es sofort ersichtlich, dass die Blackmagic mit 13 Stops um einiges mehr dynamische Breite hat als die Canon mit ungefähr 11,3. Das kann man vor allem in den Schattenbereichen erkennen, weil die Canon um einiges mehr Rauschverhalten im Aufweis. Liegt unter anderem daran, dass die Blackmagic eine vierfach höhere Auflösung hat. Das heißt, das Rauschverhalten ist schon mal viermal geringer und vor allem viermal feiner. Und vor allem durch die 1,7 extra Stops, die die Blackmagic über die Canon hat, haben wir schon mal 1,7-fach weniger Rauschen in den Schatten, wenn man ungefähr die Belichtung auf die Highlights ansetzt. Deswegen hat dann die Blackmagic nach unten raus mehr Spielraum. Man kann zwar in DaVinci Resolve Rauschreduzierung anwenden, aber bei vielen Bildsequenzen mit zum Beispiel Gras oder Ästen werden diese Strukturen meistens mit Rauschen verwechselt. Das heißt, wir haben dann nicht mehr wirklich viel Detail, wenn wir Rauschreduzierung anwenden. Das gilt für beide Kameras. Dennoch hat dann die Blackmagic mehr Vorteile, da sie einfach weniger Rauschen aufweist und auch nicht so viel Grund hat, Rauschreduzierung anwenden zu müssen. Für die Nachtaufnahmen musste ich bei der Canon mit dem ISO 1,28 mal heller gehen, wenn man von der Basis ausgeht, dass ich auf beiden Kameras das 2414 verwenden will. Liegt daran, dass die Blackmagic einen Speedbooster hat und somit 1,28 mal mehr Licht reinbekommt. Und dann, um die Belichtung eben zu matchen, muss die Canon auf einem ISO von 5000 sein, während die Blackmagic auf dem ISO von 3200 ist. Eigentlich müsste die Canon immer noch weniger Rauschen haben, weil der Sensor doppelt so groß ist. Aber wegen dem neueren Sensor von der Blackmagic hat die Blackmagic um einiges weniger Rauschen und weniger Artefakte. Dementsprechend, die Blackmagic war hierbei auf dem gerade mal zweiten Basis-ISO von 3200. Das heißt, wir können hier mit minimalem Rauschen rechnen und noch genug Potenzial, um zum Beispiel Schatten relativ hoch ziehen zu können. Wenn man dann noch ein bisschen Noise Reduction anmacht, kann man Shots bei 3200 ohne Probleme benutzen bei der Blackmagic. Und jetzt nochmal maximal High-ISO ist bei beiden Kameras 25600. Canon ist komplett unbenutzbar dabei. Für den Shot, den wir hier sehen, haben wir beide Kameras auf eine andere FPS-Rate umgestellt. Beide Kameras haben sozusagen mit 5 FPS aufgenommen und nicht mehr mit 180 Grad Shutter, sondern 360 Grad, um möglichst viel Licht reinzubekommen. Canon ist komplett unbenutzbar. Blackmagic auf der anderen Hand kann sogar noch mit dem zweiten Basis-ISO und dem Speedbooster genug Licht reinbekommen, dass man rein theoretisch verwenden könnte. Und im Vergleich dazu maximaler ISO auf 25600. Könnte man sich noch halbwegs anschauen, also eigentlich nicht mehr, aber im Vergleich zu Canon ist es um Welten besser und auch um Welten heller. So, Skin Tones, kommt es immer ganz drauf an, wie man gradet. Beide Kameras kann man ungefähr verwenden, out of the box, wenn man die Dateien einfach direkt rüberzieht. Da hat die Canon noch einen kleinen Vorteil, denn man kann mit Magic Lantern und der damit gelieferten Software ganz direkt in Arilog exportieren. ProRes 444 und hat dann deswegen gleich die Ari-Farben zur Hand. Die sind auch relativ gut umgerechnet. Blackmagic auf der anderen Hand muss man ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, bis man die Skin Tones verwenden kann. Dennoch hat man mit Blackmagic um einiges mehr Potenzial, jetzt genau die Farben rauszuholen, die man will, weil man nochmal in DaVinci schön mit dem RAW-Codec umgehen kann und bei Magic Lantern und der Canon nur auf ProRes zurückgreifen kann. Dementsprechend sind die Hauttöne von der Blackmagic in dem Fall ein bisschen besser. Ich habe hierbei ein bisschen mit dem Fuji-Film LUT rumgespielt und relativ gute Farben hinbekommen. Generell kann man auch einfach das LUT von Arri benutzen, also das Arri-Log auf REX 709 LUT. Das bringt auch ziemlich gute Hauttöne mit sich. Da bevorzuge ich dann sogar die Blackmagic über die Magic Lantern Variante. So viel dazu. Abschließend am Ende kann man sagen, Blackmagic hat eine einige höhere dynamische Breite.
Es wird vor allem ersichtlich in der Highlight-Roll-Off und im Schattenrauschen. Generell kann man auch mit besseren Hauttönen rechnen, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, im Post diese anzupassen und für alle möglichen Lichtoptionen eben nochmal gut auszuspielen. Für welche Kamera was war, Kamera A war Canon, Kamera B war Blackmagic. In dem Test war es sogar ziemlich ähnlich, aber ansonsten kann man die Blackmagic gut daran festmachen, dass sie einfach eine höhere Auflösung hat und overall ein bisschen besseres, rundes Bild hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt bezüglich diesem wunderbar geilen Setup, Canon 5D Mark III mit Magic Lantern oder Blackmagic, gerne in die Kommentare runter. Ich habe die letzten paar Wochen extensives Testen durchgeführt und bin gern bereit, irgendwas zu veröffentlichen. Dann, hier könnt ihr Retrofilm Studios abonnieren. Hier geht's zum Hauptkanal. Hier kommt eine weitere Playlist mit allen möglichen Videos. Und hier findet ihr noch das neueste Video, was wir veröffentlicht haben. Schöne Woche noch. Nächstes Mal kommt dann irgendwer anders dran.